So. Salvede des Kibuli, des Kibuli. Egmont, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bis einer war in dieser eine werde ich sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Folge sterben werde. Weil ich wahrscheinlich draußen irgendwie erschlagen werde. Naja, ich habe mir hier gerade einen Kamillentee geholt. Ich trinke mal kurz was dran. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe so das Gefühl, dieser Tag heute wird dope. Nee, ich habe das Gefühl, natürlich wird der Tag heute dope hier. Nee, sondern, dass meine Stimme ein bisschen ankraxt so und darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen habe ich mir einen Salbei-Tee gemacht. Shit, habe ich drauf. So, jetzt aber wieder zurück mal zum Game. Oh, es leckt ein bisschen. Es leckt echt gerade ein bisschen. Ich muss gestehen, dass seit der letzten Aufnahme ein paar Tage vergangen sind. Und deshalb muss ich gerade noch mal schauen, was ich jetzt eigentlich gemacht habe. Also ich wollte einen Zaubertisch bauen, ne? So, und für einen Zaubertisch habe ich 4 Obsidian brauche ich. Dann brauche ich 2 Diamanten und ein Buch. So, ein Buch. Da geht die Sonne gerade auf. Ja, die geht auf. Dann auf in den Kampf die Schwiegermutter nach. Na toll, supi. Genau. Also, und zwar pflanze ich ja da hinten schon ein bisschen was an. Das letzte Mal war ich ein bisschen blöd. Ne, machen wir das mal so. Ups. Wir brauchen dafür Blätter. Und wir brauchen Kühe für das Weizen auf jeden Fall. Okay. Das heißt jetzt, also mit dem Weizen kann ich ja die Kühe anlocken. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Suche nach diesen blöden Viechern. Scheiße, nur ich weiß, ich werde mich verlaufen und ich will mich nicht verlaufen. Verdammt. Naja, ich will auch einmal nochmal in die Richtung. Da hinten war ja, glaube ich, irgendwo was. Ich muss mal das hier begreifen, wo ich hier eigentlich bin. Ich habe eine Idee. Ich habe in den Kommentaren gelesen. Hat nämlich jemand gesagt, hey, wenn du hingehst, oh, ich sehe gerade, oh Mann, was hängt das gerade so? Ich verstehe gerade nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein bisschen was verändert habe an dem Game Development. Was ist das? Ein Ei. Oder? Lol. Ah je. Das hängt ein bisschen. Das tut mir jetzt leid für die Folge, aber ich meine, ich versuche das jetzt gleich schon zu beheben für die nächste Folge. Auf jeden Fall hat in den Kommentaren jemand geschrieben, hey, wenn du da Fackeln setzt, alle paar Meter, dann findest du später besser nach Hause, wenn du einfach nur den Fackeln folgst. Den Fackeln folgst. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist echt eine super Idee. Warum bin ich da noch nicht früher drauf gekommen? Dann ist mir aufgefallen, ja klar, weil du dumm bist. So. Und wenn ich jetzt einfach nur die Fackeln hier positioniere und eigentlich fast nur geradeaus laufe, kann da eigentlich nicht viel passieren, ne? Jetzt mal so unter uns. Oh. So, jetzt sind wir hier schon mal auf der Weide. Okay. So, und mir wurde gesagt, da ist eine Spinne. Ne, mir wurde gesagt, dass das hier ein Esel ist. Lol. Ja, aber man könnte es irgendwie auch reiten, hieß es. Oh, das ist ein Skelett. Lol. Tja, mit einem Diamantsword. Da muss die Knochen irgendwie mitnehmen. Wir sagen, dann ist hier so. Und Pfeilen müsste ich eigentlich auch mal mitnehmen. Ich lege eine Blume weg und hole dafür einen Pfeil. Supi-tupi. Genau. So, wir brauchen aber jetzt einen Rind. Ein Rind für Leder. Ich meine, wenn ich ganz viele Rinder hier irgendwo finden würde, dann würde ich die ja abschlachten. Dann würde ich ja nicht mit nach Hause nehmen, weil, obwohl, ich brauche später ja Bücher fürs Bücherregal, um dann auf Level 30 verzaubern zu können. Das heißt, ich bräuchte eigentlich schon Kühe. Ich renne eigentlich schon wieder viel zu weit weg, ne? Ich sollte eigentlich bestenfalls in der Nähe meiner Höhle irgendwie Rinder, nur 2 Rinder, das wird ja reichen. Warum hängt das eigentlich so? Ach so, ich habe wieder, ah ja, ich habe es vorne umgestellt.
Wir machen es mal so, warte auf. Ich, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich laufe jetzt wieder nach Hause, trinke erstmal meinen Salbei-Tee hier. Und dann, Gott, hey, ich hoffe, das hängt in der Aufnahme nicht so. Das hängt... Das kann doch nicht sein. Irgendwas habe ich da... Ich habe da irgendwas umgestellt. Ich habe nämlich vorhin versucht, so ein bisschen... Ein bisschen Dingens zu zocken. Also online, so Bed Wars und sowas. Weil ich das ja auch dann demnächst anfangen will. Und da habe ich was an der Performance geändert. Und jetzt hängt das hier halt so ein bisschen. Das tut mir ziemlich leid. Aber ja, kann man nichts machen, ne? Ha, kann ja mal vorkommen. So, alles klar. Jetzt, Ah, der Tee ist so gut. Eigentlich die Musik hin, ich habe Musik eingestellt. Ja. So. Okay. Also da vorne ist meine Höhle, auch wenn man sie nicht sieht. Weil ich zu schnell renne. Ich bin doch schnell. Das glaubt ihr ja nicht. Oh, das, hier hinten wächst schon was. Ja, nice. Soll ich jetzt einfach mal um meine Höhle rumgehen? Und mich darüber aufregen, dass das ganze Spiel gerade leckt. Hm, was habe ich denn? Ich glaube, ich habe im Hintergrund noch irgendwas laufen. Ah, stimmt, ich renne da ein anderes Video raus. Ja, gut. Tobi, das war eine super Idee, ne? Oh, da ist ja auch eine Höhle. Das ist eine Höhle. Wow, ist ja nice. Toll. Heißt, denkst du, es ist eine Höhle, rennst rein. Ist eine Wand. Ist keine Höhle, sondern eine Wand. So, jetzt aber, komm schon. Also, ich laufe jetzt einmal hier außen rum und hoffe, dass ich irgendwie so ein paar... Ach Gott, wie sieht's denn hier aus? Immer diese Wälder, wie ist möglich, dass hier alles roden, alles abburnen, alles abfackeln. Ah, guck mal, hier geht's runter. Nee, toll. So, das sind ein paar... Viecher. Immer schön den Weg im Auge behalten, ne? Warum sind hier eigentlich nur Hühner? Ich weiß gar nicht. Da gibt es bestimmt auch einen Trick. Nur den kenne ich jetzt natürlich nicht. Es gibt bestimmt irgendwie so... So auch so eine Ebene oder eine Region, wo man dann schon sieht, okay, hier muss es irgendwo Rind geben. Aber das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil... Dann würde ich das Spiel ja können. Und das wäre irgendwie langweilig, ne? Da sind Schafe, man hat die Schafe. Noch mehr Schafe. Warum sind hier nur Schafe und Hühner? Sind, und Esel. Stimmt, Esel war auch da. Sorry. Ich wollte ihn jetzt nicht diskriminieren. Ich muss mal ganz kurz, kann ich meinen Shader kurz ausmachen? Gucken, ob dann die Performance besser ist. Ach Gott, sieht das scheiße aus. Aber die Performance ist nicht besser, ne? Nee, eigentlich nicht. Ah, doch, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Nur, jetzt sieht es ein bisschen, naja, abgefuckt aus. Naja, ich meine, ihr könnt damit klarkommen, oder? Kommt ihr damit klar? Oh, da hinten, was ist denn? Auch Hühner, Hühner, Hühner. Mann, Mann, Mann. Ich muss aufpassen, dass ich vor Einbruch der Nacht wieder zurück in mein Haus häuschen kann. Weil, ey, heute ist die heutige Folge. Ich überlege schon, wie ich die nennen soll, weil ich heute einfach eigentlich nichts geschafft habe. Ich habe drei Weizen abgedingenst. Drei Weizen abgefarmt. Und das war's. Und die ganze Zeit war ich auf der Suche nach Leder. Mann, Mann, Mann. Man könnte meinen, ich wäre so ein Lack- und Lederfetischist, ne? Weil ich hier die ganze Zeit auf das... Kommt schon. Oh, da hinten ist ein Zombie. Kann aber jetzt, es kann aber doch nicht sein, oder? Jetzt mal so unter uns, ne? Mal so unter uns. Es kann doch nicht sein. Das hier ist hier. Guck mal, ich habe sogar Kürbisse gefunden. Ich will gar nicht. Nehme ich mal mit. Kann ich gar nicht mitnehmen. Was lege ich dafür hin? Zombie Brain. Ich brauche schon Zombie Brain. So, damit kann ich wieder mein Haus schmücken. Was ist da hinten? Ah, wie süß. Oh. So. Okay, ich muss jetzt langsam, glaube ich, schon wieder Richtung Heimat laufen, zumindest, dass ich wieder in der Nähe meines Lagers bin, weil ich wüsste auch gerade gar nicht mehr, wo mein Lager ist, irgendwo da hinten, ne? Mann, Mann, Mann.
Irgendwas habe ich hier. Ich weiß gerade auch gar nicht, woran es liegt. Und das macht mich gerade ein bisschen verrückt. Ah, wie sieht's denn hier aus? Kommt schon, ich muss hier irgendwo hoch. Ich will mich jetzt nicht. Ach doch, ich baue mich halt hoch. Baue ich mich halt hoch. Hallo? So. Oh, kommt schon. Ich muss da irgendwo hin. Übrigens, für alle fleißigen Zuschauer hier, ne? wenn ich hier gestorben bin, dann werde ich natürlich auch ein neues Format anfangen und sowas. Beziehungsweise ich werde anfangen, mal Multiplayer zu spielen, wo ich mich dann mit anderen Leuten metze. Und dafür werde. Ach, was geht denn jetzt? Oh, sag mal. Es ist ja wahnsinnig hier. Bist ja verrückt. Wie das hängt. Mann, Mann, Mann. Da werde ich dann zusammen mit. Oh. Mit einem Freund werde ich das aufnehmen. Also er wird über Teamspeak bei sich spielen und ich werde. Oh, hier bin ich mal runtergefallen, seht ihr? Das hier ist die Stelle, wo ich runtergefallen bin. So, dann müssten hier irgendwo Fackeln sein. Er fackelt dann. Ah, doch, da hinten, siehst du? Ah! Ach, da bin ich reingefallen. Und da bin ich ja. Ach, das war ja gar nicht so weit entfernt. Mann, Mann, oh, da war gerade ein Zombie. Gut, ich gehe nochmal zurück in mein Haus. Also genau. Danach wird es auf jeden Fall zusammen mit einem anderen Spieler, dann ist das vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher. Und dieser Spieler kennt sich sehr, sehr gut aus mit Minecraft. Der spielt das schon seit dem Beginn von Minecraft. Und der schaut auch hier gerade zu, wenn er gerade zuschaut. Hallo. Hey Margo, wie geht's dir? Und der wird mir dann ein bisschen zur Seite stehen. Und mit dem werde ich das dann so ein bisschen, also er wird quasi dann das Professionelle machen und ich mache dann den Quatsch. So, ne? Oh, meinem Salbei-Tee trinken. Okay, also, wir haben ja erst 12 Minuten gespielt. Ich werde noch einmal versuchen. Schreibt doch mal in die Kommentare bitte, wie ich am besten diese Viecher finden kann. Also da bin ich lang und da war ich vorhin aber auch. Ich finde die nicht. Die gibt's einfach nicht. Ich hätte gern so einen Portalgang wie bei Minecraft Reset, wo ich jetzt einfach irgendwo losrennen könnte. Und dann. Hast du es gerade gehört? Ist irgendwo ein Zombie. Wahrscheinlich unter mir. Ah ne, da hinten ist mal ein Skelett. Aber da will ich jetzt nicht hin. Ich könnte mal da rüberlaufen. Was macht mein Weizen und so? Brauche ich eigentlich gar nicht zu dingsen, ich brauche sowieso ewig. Aber das Zuckerrohr muss ich ja noch bald abbauen, damit ich die Blätter bekomme. Die Blätter für das Buch. Und dann fehlt mir nur noch ein blödes Ledergedöns. Was ist hier? Achso, da war ich vorhin. Ich habe echt so ein Brain wie so eine Fliege, ne? So ein 3 Sekunden Gedächtnis. 3 Sekunden, dann ist alles weg. Ja, gut. Gut, 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 gut. Ach Mann, ich will jetzt in dieser Scheißfolge noch we wenigstens ein Viech finden. Danach können wir von mir aus aufhören. Hier liegen überall Eier rum. Nein, danke, ich habe schon 2 Eier. Ich würde einfach gern in dieser Folge jetzt ein anderes Tier finden, außer ein Esel, ein Huhn oder ein Schaf. Das würde mich schon befriedigen. Jetzt kommt wahrscheinlich und halt noch so ein Tintenfisch, ne? Ach Menno. Das ist doch. Oh. Boah, ich will da jetzt nicht so weit laufen wieder, weil sonst sterbe ich wieder irgendwann. Naja, ich meine, das ist ja sowieso mein Gefühl, mein derzeitiges, dass ich. Oh. Scheiße. Ah, hier stimmt sogar die Musik ein, die melancholische Musik, die mir sagt, Tobi, Brot kann schon was dazu. Es ist hier eigentlich irgendwo ein anderes, irgendwie ein anderes Gebiet. Außer. Habe ich eigentlich Wolle dabei? Ich will mal. Ah Mann. Ist hier eigentlich irgendwo ein anderes Gebiet, außer das, so wie es jetzt halt gerade ist? Das sind mal Blumen und Bäume. Und was weiß ich. Ich würde mal gern eine Wüste sehen. Oder Schnee. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Urwald nicht, weil Urwald ist scheiße. Aber ich merke gerade, ich habe mich jetzt wahrscheinlich schon gleich wieder verirrt. Ich hätte
unten war der Berg, da muss ich dann hoch. Oh Gott. Mir kannst du auch kein Verstecken spielen. Weil ich werde niemals wieder überhaupt irgendwo hinfinden, wenn ich mich irgendwo versteckt habe. Nicht nur als Sucher ist... Ah, guck mal, ein Strand. Schön, ein Strand. Und noch Hühner. Kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Oh. Ja gut, pass auf, ich werde jetzt die Folge beenden. Ich würde sagen, in der nächsten Folge renne ich da einfach mal weiter. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Ich überlege gerade, was einem eigentlich an der Folge hier gefallen haben könnte. Eigentlich nichts. Ich habe halt nichts getan. Ich bin mit meinem blöden Diamantschwert da rumgerannt und habe nichts getan. Aber ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal gut, ne? Ich bin nicht gestorben. Genau. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.